Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Round 2 Total War mit den Römern. In der letzten Folge haben wir erfolgreich gegen die Ägypter gewonnen, auch wenn mit herben Verlusten. Wir mussten eine Armee auflösen, weil die Verluste zu groß geworden sind durch Agentenbehinderung. Jetzt plane ich eigentlich schon meine nächsten Schritte, möchte meine Flotten aufbauen, um halt dann endlich mal die ganzen Sachen im Osten in Angriff zu nehmen. Ich muss wirklich hier drüben mit einer Flotte arbeiten. Wir sehen es ja hier. Auch die haben schon Flotten hier, die wirklich nicht klein sind. Die Armenier. Und wir müssen mit Flotten arbeiten. Ohne geht es mittlerweile gar nicht mehr. Und wir müssen hier wirklich die ganze Flotte, also sämtliche Flotten der östlichen Völker zerstören in dem Ägäisraum und Schwarzmeerraum. Aber dazu später. Jetzt liegt erstmal der Fokus auf Ägypten. Ich möchte Afrika noch erobern. Ich möchte die Massessilea auch wieder erobern. So dass wir eigentlich die komplette Kontrolle über Afrika, Nordafrika haben. Fast. Zumindest unser Bündnis. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich konnte die Ägypter leider nicht den Partner aufhetzen. Leider nicht. Aber naja. Jetzt gibt es wieder Agentenbindung. Juhu. Ah, super. Ich muss auch meine Invasionsstreitkraft jetzt bereithalten, dass er dann dort einmarschiert in Afrika. Aber ich hoffe mal, die Runde wäre ein bisschen schneller, denn eigentlich verfolgt. Boah, schaffen wir gerade nur eine Runde pro Folge. Das ist schon echt wenig. Die ganzen Agenten. Partie macht immerhin schon mal gar nichts mehr. Ich kann versuchen, mit meinen Agenten da drüben noch ein bisschen Unruhe zu stiften und seine auszuschalten, alle. Also ihre. Das ist ja wirklich so ein richtig harter Krieg. Muss man erstmal so die ganze Situation Überblick bekommen. Momentan wissen wir nur, wie es im griechischen Raum aussieht. Wie es halt bei uns aussieht. Und ein bisschen Afrika halt. Wird lustig, also das wird so ein Riesenkrieg. So ein richtig mächtiges Teil, ey. Also es ist ja so ein riesiges Ding. Hatte ich auch nie gehabt. Ich erstaune davor jedes Mal, aber das spielt sich mit Rom wahrscheinlich so richtig geil, wenn man im Nachhinein betrachtet. Denn Rom hat ja eigentlich in meinen Augen so die besten Voraussetzungen, um koordinierte Kriege zu führen. Weil sie sich einfach auf jede Situation anpassen können durch ihre Armeen. Das ist schon geil. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Beendet diese Fehde. Wir bieten... Ja, wenn wir den Frieden jetzt angreifen, ich danach sowieso wieder an, also... Gut. Terrain erholt. Gehst mal hier rüber. Dich schicken wir nach hier hinten. Wobei Migdol wird, glaube ich, eingenommen, locker. Na, wo brauchen wir noch ein bisschen. So. Guck mal hier drüben wieder rein. Hier haben sie mich jetzt in Ruhe gelassen. Finde ich gut. Die armenische Flotte, die ich hier vorhin gesehen habe, wo ist denn jetzt hin? Hier ist sie noch nicht. General, Admiral, Admiral. Die vergessenen Krieger. Versuchen wir die mal auszuschalten hier. Düstere Schatten lauern. Na toll. Genau, jetzt wurde er verwundet, wo ich bei ich gehofft habe, dass es nicht wird. Okay. Du hast Meropia behindert. Sehen, wie gut bist du im Attentat. Vielleicht der Klinger ist Erfolg, okay. Ganz gescheitert. Also Erfolgschance war relativ hoch, sagen wir es mal so. Hoch. War sie nur relativ. So, ich halte mal hier bereit. So, jetzt bevor ich es vergesse, ganz dringend. Ich muss hier ausbauen. Ich brauche diesen verfickten Hafen, verdammt nochmal.
Der ist so wichtig für mich, wie sonst keiner. So, man muss ja mal abtrünnig werden hier. Immer noch nicht, aber wenigstens behindern wir erfolgreich. Ich werde sie euch bringen, mein Herr. Versuchen wir es nochmal. Euer Wille ist vollbracht. Ich erwarte eure Befehle. Okay. Agenten, die ich noch rekrutieren kann, gibt es da irgendwelche? Ich kann Streiter rekrutieren. Machen wir bei der Gelegenheit auch gleich mal in der nächsten Stadt. Weiß nächste Runde, wie es aussieht, okay. Wir brauchen aber einen, der Attentäter spielen kann, das ist wichtig. Und ich habe letzte Runde hier oben die Armee vergessen, fällt mir auf. Hey. Ja, die Stadt angreifen und mir und dann uns hier die Flotte schnappen und vernichten, haben wir schon mal eine weniger. So. Das ist armenisch, das ist armenisch. Das ist parthisch, okay. So ein bisschen Überblick haben wir auch schon mittlerweile hier über die Karte. Er zeigt mir zumindest an, wem hier was gehört. Hat er gehört, Partien, okay. Gut. Dann wollen wir auch erstmal die Runde beenden. Ja, kann ich jetzt nicht tun, aber erstaunlich, wir hatten jetzt mal keinen Kampf gehabt. Das könnte uns jetzt eventuell ein bisschen helfen. So, unsere Flotte ist eigentlich geschützt. Einer hat noch eine Fähigkeit, die zugewiesen muss. Cassia Kikurinia oder wie auch immer. Gut, Heimlichkeit. Und wenn wir in Karthago landen, jetzt wird so eine geile Schlacht. Ich freue mich schon, ich weiß gar nicht, wie sehr ich mich schon darauf freue, auf die nächste Belagerungsschlacht. Ich hatte das noch nie gehabt bei einer Kampagne. Das ist genial. Ich bin ja so normalerweise nicht so der Riesenkampagnen-Fan. Ich spiele ja doch lieber meine Online-Battles, weil ich da mehr gefordert werde. Und ich muss sagen, CA hat mit der Kampagnen-KI jetzt hier ein richtig ordentliches Ding geliefert. Ich bin sehr gefordert. Ich weiß nicht, wie es bei erfahrenen Spielern aussieht. Da müssten wir mal Günther Shadow fragen oder guten alten General Scipion. Oh, ich sehe jetzt. Der geht sogar schlau, relativ. Aber im Endeffekt eigentlich schon ein ziemlich geiles Ding. Bin ich mehr als zufrieden. Könnten versuchen, die Armee da drüben wir zu... stünden auf ewig in eure Schuld. Mal. Ja, ich greife die noch an, keine Sorge. Ich werde die Sequoia noch vernichten. Ich werde jetzt wahrscheinlich nächste Runde losmaschinen. Ich musste meine Einheiten wieder ein bisschen regenerieren lassen, mein Freund. Armee lässt mich jetzt auch eigentlich in Ruhe mit ihren Agenten. Zypern zieht sich hier zurück, schade. Wäre eine schöne Schlacht gewonnen. Ich glaube, Karthago bevorzugt dann doch wieder die Schlacht auf offenem Feld. Oder in ihrem Fall Wald und Hügel, wenn sie Glück haben. Das hat mir ziemlich übel zugesetzt. Gefällt mir nicht. Da greifen wir gleich nochmal an. Wir haben eine Armee gerade dort. Die wir abgezogen haben nach Illyrien. Legio Roma war das nicht, nein. Ich glaube Legio Italica. Bereit zum Kampf. Wir schieben mal drauf los. Nein, nicht. Mache ich erst nächste Runde. Ja, mein Freund, die Helvetier werden jetzt aber auch wieder sterben. Oh, eine Runde danach. Okay, gut. Agent entdeckt. Unser Agent hat sich noch nicht wieder geheilt. Apropos Agent. Mal schnell ein.
Mir ist einer lieb mit guten Attentatkenntnissen. Nehmen wir dich hier. Ich erwarte eure Befehle. Was? So, den Trupp müssen wir sowieso vernichten. Das ist wichtig. Meteorumsturz erfolgreich. Probieren wir mal mit Manipulation. Meine List kennt keine Grenzen. Ja! Super, der erste Agent gehört uns. Was kann ich noch tun? Ich kann so manches. Schade. Wir versuchen es aber nochmal. Sie werden sich uns anschließen. Mein Versagen beschämt mich. Kommandant! Schieb mich erstmal hier rüber. In Bewegung! Sofort! Ach, so eine Scheiße. Der Sturz wird zurückgelassen. Ich habe keinen Bock auf Verschleiß. Zu eurem Dienst. So, und ich schicke jetzt auch hier wieder mit rüber. Ah, da kommt eine spanische Flotte. Oder Armee, besser gesagt. Gut, die haben jetzt auch schon mal wieder aufgebessert. Du bist eine Flotte von Zypern. Das gefällt mir nicht. Okay. 10 Runden noch bis zum Berufssoldat. Du kannst dich gar nicht bewegen, oder? Ja, super. Dann kann ich dich schon an Land schicken. Seid ihr gleich wieder nützlich? Wir schnappen uns jetzt mal die Flotte hier drüben. Ausschalten! Eure Befehle. Gut, wir nehmen den Schaden in Kauf. Eure Befehle. Hehehe. Wisst ihr was? Die Schlacht schlagen wir mal selber. Die Schlachten müssen wir jetzt ein bisschen üben und das ist das perfekte Beispiel dafür. Denn die Transportschiffe sind sehr, 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 sehr anfällig für RAM-Attacken und das müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen trainieren, indem wir uns da ein bisschen einfuchsen. Gut ist ja, dass die Kavallerie hier komplett nutzlos ist. Die Piken sind auch nutzlos eigentlich. Die kann er gar nicht benutzen im Nahkampf. Seine Leinpanzer-Schwertkämpfer wiederum sind gefährlich. Auf die müssen wir aufpassen. Aber wichtig ist jetzt hier eigentlich nur, die feindliche Armee zu zerschlagen. Mehr haben wir nicht zu tun. Wir bekommen noch ein bisschen Verstärkung durch unsere Überfallschiffe. Die können ein bisschen plänkeln, das ist nicht schlecht. Aber das gehört halt alles mit dazu. Und dann müssen wir uns jetzt drum kümmern ein bisschen. Aber im Endeffekt sieht es gut aus für uns. So, wir nehmen trockenes Wetter. Verstärkung kommt von der Seite. Nein, ich will das hier nicht. Gut. Was hat er denn hier? Transport Urias Speer. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Jeder von euch Ehre erlangen kann. Gehorcht den Speeren eurer Kommandanten. Nochmal Turmexareme. Cool. Der ist hier schon ziemlich angearscht. Ich schicke mal hier rüber. Nein, das ist das falsche Schiff. Ich schicke mal darüber. Du bist 1, du bist 2, du bist 3 und ihr seid 4. Wobei, nee, du bist die 4 und der andere ist die. Die 5. Dich ein bisschen besseren Überblick behalten kann. So einen direkten Vorteil will man jetzt hier eigentlich auch gar nicht geben, wie ich sehe. Gut ist halt, dass die Transportschiffe wirklich nur einen geringen Schaden entgegennehmen können. Da habe ich denn so ein bisschen bessere Chancen.
So, wie gut bist du hier vom Rumpf her? Schiffszustand nicht so gut. Wir werden jetzt die Flotte hier einfach mal versenken. Ich hoffe mal, dass ich nicht dabei allzu sehr fail. So, die haben alle Kriegsschreie, cool. Die dürfen hier drüben mal die ägyptischen Söldnerinfanteristen beschießen. Oh, jetzt dreht er sogar noch. Geile Sache. Spur ein bisschen vor. Ja, genau so. Schön verkeilen hier. Die können schießen hier. Weg ist das Schiff. Cooles Ding. Eines unserer Schiffe wird geentert. So, Attacke. Geiles Ding. Da gehen jetzt ein paar schöne Schiffe unter. So, zwei zurück mit dir, eins hier nach drüben mit dir. Drei hier hin. Das schicken wir jetzt mal hier schnell rüber. Aber schön, ein paar Schiffchen umgepflegt quasi. Oh, nö, das lassen wir jetzt aber nicht zu hier. Unser General wird angegriffen. So, Angriff hier bitte. Ah, da wird ein Schiff gerade ganz schön massakriert hier. Eines unserer Schiffe wird geentert. So, wir müssen dann hier drüben. Ihr könnt mal hier bitte rüber. Ist schwierig, die zu koordinieren. Die haben halt so einen ganz eigenen Weg hier. Oh oh. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. So, fand ich hier die schön weiter hier bitte. Perfekt. Ihr rammt jetzt mal hier rein. Ja, der wankt hier schön. Der Jam wird jetzt hier auch gecatcht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bang. Oh, die ganz gewöhnlichen Überfalldinger reichen schon. Okay, das muss ich mir merken. Da lohnt sich auch so ein Überfallschiffe. So. Ich mach bitte rauf mit dir. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Schick dich mal hier rüber. Alle Schiffe gehen unter, super. Nur das letzte Schiff müssen wir zerstören. Bisschen Seeschlachten müssen wir noch üben, das sehen wir ja, aber wir konnten dann schon mal wenigstens ein bisschen wieder Erfahrung sammeln. Jetzt zerstören wir auch das letzte Schiff. Tschüss, Herbern Piken. Bam. Ja, der Schiffzustand von mir ist echt scheiße hier. Hehe. Eine schöne, erfolgreiche Seeschlacht, das habe ich so selten. Ach, bin ich happy. Die ganze Armee komplett vernichtet. Schönes Ding. Aber ich merke mal, diese Überfallschiffe reichen auch für Transportschiffe. Also ich werde wohl mal noch eine kleine Flotte bauen, die wirklich nur zum Aufhalten der ganzen Armeen da ist. Weil damit könnten wir viele Schiffe rekrutieren. Für einen günstigen Preis. Und damit effektiv töten. Also die wird aber dann nur eingesetzt, um diese Einheiten halt zu schlagen. Mehr nicht. Aber es scheint gut zu funktionieren. Wir sehen ja hier, dass er wirklich nur relativ wenig machen konnte. Gegen das, was ich getan habe. Finde ich gut, also lässt mir mal ein bisschen Möglichkeiten offen. Gut. Nichtsdestotrotz, obwohl wir erfolgreich waren, müssen wir die Flotte jetzt abziehen und müssen wir erstmal wieder fortbilden lassen. Ich weiß nicht, ob es in eigenen Gewässern einfach so geht oder ob wir dann doch lieber einen Hafen andocken müssen. Auf jeden Fall haben wir schon mal gesehen, es funktioniert. Die Flotte ist gut. Hat keine Probleme damit, andere Flotten zu vernichten. Finde ich schön.
Und gerade die Schiffe jetzt hier oben, die sind wohl sehr gefährlich anscheinend. Da müssen wir die Flotte weise benutzen. Weise und effektiv. Aber in erster Linie erstmal froh sein, dass wir die feindliche Flotte komplett vernichtet haben. Die feindliche Armee, besser gesagt. Die werden wir töten. Seefahrertradition, das finde ich sehr gut. Machen wir mal eindrucksvolle Seesoldaten. Ich glaube, wir entern lieber mehr mit denen hier. Was geben wir die hier? 13. Nee. Irgendwas für eine Flotte wäre ganz praktisch. Geschossreichweite für alle Einheiten. Rüstung für alle Einheiten, Schüsse pro Minute von Auxiliareinheiten. Wie viele Gefährten für unsere Flotten haben wir hier nicht? Und zwar gar keine. Nichts speziell für die. Okay, empfangt wieder Leute, super. Also reicht es auch, wenn wir in unserem eigenen Territorium stehen, um die wieder fortzubilden, das ist gut. Okay, Leute, in diesem Sinne möchte ich mich auch wieder von euch verabschieden. Wir haben wieder drei Runden fast überstanden. Echt erstaunlich, ich hatte noch nie. Nein. Gut, ich muss jetzt wieder von euch verabschieden und sage ciao, bis zum nächsten Mal.